Servus und guten Morgen. Heute was ganz Geniales. Ja, ihr seht hier schon die Danzige. Also, ein anderer Ort mal. Nee, ich habe hier Etsy ein Beaverkraft, ein Löffelmesser bestellt. Ein fettes, fettes Teil. Also das ist ein Löffelmesser mit einem langen Stiel dran. Also nicht wie das kleine, was ihr von mir kennt, sondern das ist mindestens 30 bis 40 cm Gerät. Also absolut der Hammer. Also genau. Genau, jetzt zum Projekt. Das ist soll eine Schatulle werden, wo man das mit dem Löffelmesser halt aushöhlen kann. Das habe ich mir jetzt so vorbereitet. Das ist jetzt Lindenholz. Habe ich vom Kerzenbastel noch übrig gehabt. Und ja, zurechtsägen, das ist jetzt der untere Schnitt, wo das dann steht. Also ich will keine Füße dran machen, habe ich mir gesagt, mache ich gerade einen Schnitt unten. Das geht mit der Bandsäge am besten. Und dann halt noch den Längsschnitt in der Mitte, damit man die Schatulle dann aufmachen kann oder schließen kann, dass sie aufeinander liegt und gleich aussieht, die Schnitt, also Deckel und Boden. So, jetzt zu dem geilen Teil. Der Kaufgrund war auch, dass ich dort gekauft habe, weil die geschrieben haben, das sind Leute irgendwo aus der Ukraine, die jetzt mit Beaverkraft zusammenarbeiten, weil die sich zusammengetan haben, weil geiles Zeug mit Qualität und Lust an der Sache. Deswegen haben sie sich zusammengetan. War halt ein paar Wochen unterwegs. Steht auch Beavercraft dran. Aber ist ein geiles Gerät. Sieht irgendwie der Griff, das Kupfer oder Messing unten, die Halterung sieht schon komisch aus, so billig irgendwie, aber nee, absolut geil, hält sich auch schön in der Hand halt. No. Und los geht's, gleich mal ausprobiert. Ja, wie man sieht, habe ich keine Ahnung, wie man das Ding führt. Also das ist wirklich zum ersten Mal ein Werkzeug. Ich habe mich davor nicht damit beschäftigt, wie das Hand zu haben hat. Aber es geht schön durch. Gut, ist Linde, aber trotz alledem, das ist einfach nur genial. Zack, zack, zack. Aber genau. Mit Blut im Spiel. Ja, ich habe nicht dran gedacht, dass ich das deswegen gekauft habe, damit ich mit beiden Händen arbeiten kann. Also schön eingespannt. Und jetzt kommt die Zeit zum Entspannen, was ich euch versprochen habe in der Beschreibung. Also für mich war es sehr entspannt. Viel Spaß dabei.
So, willkommen zurück. Also es scheint Spaß zu machen. Nee, es macht wirklich Spaß. So, weil ich jetzt keine Scharniere und irgendwas anbauen wollte, weil mir das, naja, nicht notwendig oder zu viel Arbeit erschien, habe ich mir Magnete besorgt von den rauchenden Mitmenschen. Genau. Danke dir, Amrei. Das Ding ist, ich wollte die Magnete einbauen und in den Deckel wollte ich Metallplättchen, wie das Original bei den Plättchen war, wo die Magnete her sind. Habe ich dann aber nicht gemacht, weil ich die Plättchen nicht mehr hatte, also habe ich mir noch mal zwei Magnete genommen. Testet, wenn ihr das nachbauen wollt oder sowas ähnliches macht, testet, dass die Magnete zusammengehen und nicht sich abstoßen. Also ich glaube, das ist das Wichtigste hier. Wie man jetzt sieht, ich drücke die hier rein. Ja, die mit Holzleim habe ich die verklebt. Ich denke, man könnte das auch noch professioneller machen mit einem ganz kleinen Stechbeitel. Das Holz aufnehmen, dann das Loch bohren, dann den Magnet rein und das, was aufgenommen soll, das Holz von oben wieder nach unten klappen und dann das wieder verkleben, dass man das die Magnete nicht sehen würde. Aber ich hoffe, für meine Zwecke reicht's. Und deswegen habe ich das so offen gelassen, also sichtbar. Ja. Also ich bin zufrieden mit der Schatulle. Hier noch ein, wie steht es immer, Serviervorschlag, genau, hier so ein Vorschlag, was ich damit machen will. Ja, weil die Ohrringe noch da sind, habe ich gedacht, das mache ich dort rein, dann hat das einen schönen Platz und irgendwann wird das als Geschenk bei jemandem zu Hause stehen. Man kann auch Salz und Pfeffer reinnehmen, das kann man den Deckel noch schön abschneiden, oben nochmal so genau das gleiche machen, aber dann braucht man keine Magnete zum Halten. Vielen Dank, wir sehen uns. Alles Gute. Bis dann. Danke fürs Zuschauen.